Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin, einem neuen Video unsererseits. Ich habe einen Helm auf, brauche ich jetzt hier nicht, aber gleich. Es wird heute unglaublich spannend. Und wir zeigen euch was, von dem ich eigentlich gar keine Ahnung habe, nämlich wie Kreuzfahrtschiffe gebaut werden. Das mache ich deswegen nicht alleine, sondern habe einen Gast hier, der sich jetzt direkt vorstellen darf. Ja, mein Name ist Florian Fallmann. Ich bin Pressesprecher der Meyer Werft hier in Papenburg und darf euch heute zeigen, wie wir Kreuzfahrtschiffe bauen. Jetzt wisst ihr auch, wo wir sind. Auf der Meyer Werft? Auf der Meyer Werft, ja. In Papenburg. Und wir sind jetzt erstmal im Besucherzentrum. Das könnt ihr euch auch hier live vor Ort angucken. Das machen wir jetzt erstmal mit euch. Aber ihr werdet noch mehr sehen, wo ihr sonst nicht hinkommt. Aber erzählt uns, wo wir jetzt hier stehen. Genau, jetzt sind wir im Foyer des Besucherzentrums. Vor sozusagen 4000 Quadratmeter Erlebnisausstellung mit ganz vielen tollen Exponaten aus der Geschichte der Werft. Zeigt auch natürlich, wie wir Kreuzfahrtschiffe bauen, vom weißen Blatt Papier bis zum fertigen Schiff. Und wenn wir damit fertig sind, würde ich sagen, schauen wir uns tatsächlich mal in der Produktion um und können dann Schiffbau auch riechen sozusagen. Oh, ich ahne es schon. Also wenn du hier ankommst, es ist wie ein Filmset. Ich bin im Hype einfach. Das ist so ein geiles Gewusel hier. Aber wir fangen jetzt erstmal hier an. Erklär uns, vielleicht bestimmt geht es ja mit der Geschichte los, wenn ich jetzt das Schiffchen hier sehe. Genau, es geht mit der Geschichte los. Und wenn es für euch in Ordnung ist, würde ich euch einfach mal entführen in die Geschichtsbücher. Gerne. Das zeigen wir nämlich in einem Film. So, Geschichte werden wir jetzt nicht komplett aufrollen, denn dafür geht man wohin? Am besten A, einmal zurück ins Jahr 1795 und dann hier in den Filmraum. Also 228 Jahre gibt es das Unternehmen schon, nach wie vor ein Familienunternehmen, in sechster und siebter Generation geführt. Und hinter mir, du wirst es wahrscheinlich auch gleich noch zeigen, sieht man so vier Meilensteinschiffe, die auch hier im Historienfilm vorgestellt werden. Unser erstes Eisenschiff sozusagen, das erste Kreuzfahrtschiff, ein Schiff, das wir hier gebaut haben, in 5000 Kisten zerlegt haben, nach Afrika gebracht und dort wieder zusammengesetzt haben. Das ist absurd. Verrückte Zeiten. Und das erste Schiff, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg abgeliefert haben, das Feuerschiff Elbe 1, das in seinem Leben dutzende Male tatsächlich gerammt worden ist. Das ist gemein. Erstmal, was ich geil fand, du hast eben gesagt, wir gucken in die Geschichtsbücher, hier stehen die Geschichtsbücher in groß. Wir gucken in das Geschichtsbuch, wo der Film drauf läuft. Und haben Projection Mapping auf den Schiffen passend zu dem im Film. Saustark, richtig gut gemacht und passt ja auch überall genau hin. Und die Geschichte ist wirklich krass, das müsst ihr euch angucken. Und das zu erzählen wäre, glaube ich, nicht die gleiche Experience, wie wenn du das so hier erlebst, weil das ist schon ein Erlebnis selbst. Das hat mich gerade voll abgeholt. Und dass das jetzt noch ein Familienunternehmen ist, hätte ich nicht gedacht, weil das ja so riesig ist und so famous. Ich dachte so, Meyer Werft ist einfach nur diese Marke nur noch. Nein. Das ist auch krass. Die Familie Meyer hat die Geschäftsführung, der Familie gehört das Unternehmen. Die kümmern sich um, mittlerweile muss man sagen, über 7000 Mitarbeiter über alle Standorte hinweg. Ja, und Familienunternehmen ist auch mit vielen Vorteilen verbunden, sage ich mal. Ja. Okay, aber auch mit sozialer Verantwortung, wenn man 7000 Angestellte oder Mitarbeiter hat. Genau. Aber krass. Das ist eben einer dieser Vorteile ist eben, dass man nicht jedes Quartal seine Strategie erklären muss, sondern vielleicht über Jahrzehnte denken kann. Und das merkt man auch, wenn wir über die Werft gehen. Hier wird immer langfristig gedacht und das ist das Schöne. Eine Sache, die gerade auch noch kurz erklärt wurde, diese Modelle, die wir hier sehen. Und wir haben gerade eben schon andere gesehen. Ihr werdet noch mehr Modelle sehen, keine Angst. Ihr geht offen mit der Zahl um. Was kostet so ein Modell? Beziehungsweise, wie komme ich an so ein Modell? Das Rankommen ist nicht das Problem. Also es gibt Modellbauer, mit denen wir zusammenarbeiten. Einer in Hamburg, einer in Berlin. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als Modelle zu bauen. Geiler Job. Und ja, man ist da schon so im mittleren fünfstelligen Bereich teilweise, ja. Wenn ihr so viel Geld nicht ausgeben könnt oder wollt, ist kein Problem. Ihr bekommt das nämlich gratis, wenn ihr ein Schiff kauft. Praktisch, oder? Sehr cool. Mega, das ist wirklich spannend. Sehr schön, genau. Dann lass uns die Modelle auch mal angucken gehen. In der Fast-Jansen-Werft. In der Fast-Jansen-Werft. Wer wissen will, warum das so ist, muss den Film gucken. Das ist wieder so mies. 20 unterschiedliche Schiffsmodelle, vom Gastanker bis zum aktuellen Kreuzfahrtschiff.
alle im gleichen Maßstab, 1 zu 100. Also man sieht auch sehr schön, wie so sich die Größen entwickelt haben im Laufe der Jahrzehnte. Ja. Und ja, hier vorne zum Beispiel ist auch die Homerik zu sehen, unser erstes Kreuzfahrtschiff. Das haben wir 1986 abgeliefert. Und es ist dann ein paar Jahre später zurückgekehrt nach Papenburg, weil der ursprüngliche Reeder das Schiff verkauft hat an einen neuen Eigner. Er hat sich überlegt, das ist zwar ein ganz nettes Schiff, aber es fehlen mir zwei Dinge. Die beiden Tennisplätze auf dem Oberdeck. Also musste das Schiff entsprechend verlängert werden. Wir haben es zurück nach Papenburg geholt, in der Mitte durchgeschnitten, auseinandergezogen, 40 Meter Schiff in die Mitte rein, alles verschweißt, Innenausbau fertig. Was man so macht bei dem. Du hast gerade die Größe schon angesprochen. Gibt es ein Limit oder eine Grenze, was die Größe von Schiffen angeht, vor allem diese Kreuzfahrtschiffe? Man hört ja immer wieder, die werden so groß und immer größer und größer. Ist da das Ende der Fahnenstange erreicht? Nein, also technisch könnte man größer bauen, als wir aktuell bauen. Die Räder tendieren aber gerade dazu, so in dem Range zu bleiben, also so 350 Meter in der Länge ungefähr, weil damit komme ich noch in ausreichend viele Häfen rein, kann attraktive Routen anbieten, habe aber auch an Bord genügend Platz, um verschiedene Restaurants, verschiedene Entertainment-Venues und so weiter einzubauen. Und, was darf man nicht vergessen, große Schiffe sind viel effizienter als kleine Schiffe. Also da ist es immer so ein bisschen die Abwägung. Habe ich ein Luxusprodukt, baue ich kleinere Schiffe? Klar, weil ich vielleicht auch in die Antarktis oder in die Arktis fahren will damit. Habe ich ein günstigeres Kreuzfahrtprodukt sozusagen oder eins, was mehr auf Entertainment sitzt, brauche ich ein größeres Schiff. Und da kommt es immer so ein bisschen drauf an, was der Reeder haben möchte. So Kreuzfahrten, ne? Ja. Und vor allem jetzt in letzter Zeit diese ganze Entertainment-Geschichte. Und wir machen ein Theater, ein Kino, eine Achterbahn. Sind Kreuzfahrten so langweilig, dass da so viel Entertainment drauf muss? Oder wieso kann man das nicht alles auch an Land machen? Du könntest es auch alles theoretisch an Land machen. Ja. Aber die Schiffe mit diesen vielen Entertainment-Angeboten sind für den amerikanischen Markt. Und okay, die versuchen einfach, in 7 Tagen Urlaub so viel wie möglich zu machen. Und da spielen die Destinationen, in die ich fahre, mit meinem Schiff auch gar nicht mehr so die große Rolle. Bei Europäern und bei Deutschen ist das anders. Die legen viel Wert auf ihre Urlaubsziele. Aber der Amerikaner möchte gerne an Bord so viel wie möglich erleben. Der möchte 20 Restaurants haben, der möchte verschiedene Shows haben. Dazu brauche ich ein Theater, mindestens ein Theater. Oder eben auch verschiedene andere Sachen. Also wenn wir uns zum Beispiel die Norwegian Getaway anschauen, ganz typisches amerikanisches Produkt. Und wenn man aufs Pooldeck schaut, sieht man schon, also es gibt ein Riesen, ich nenne es mal Wasserpark hier mit verschiedenen Rutschen. Das ist noch so die erste Ausbaustufe. Mittlerweile gibt es auch Looping-Rutschen und Freefall und was weiß ich. Also alles, was man auch in einem Wasserpark an Land erleben kann. Wir haben Kletterpark, Basketballfeld, natürlich NBA-Maße, was auch sonst. Ja, klar. Ne? Und solche Dinge sind eigentlich mittlerweile alltäglich. Ne? Wir also haben so eine europäische Kreuzfahrt ist dann eher das City-Hopper-mäßige, genau. Und ich gucke mir die Orte an, ja, und habe die Kreuzfahrt drumherum und der Amerikaner, der fährt im Kreis und lässt sich bespaßen. Exakt, kann man so zusammenfassen. Ja. Okay, krass. Genau. Das ist auch mal gut zu verstehen. Ich habe mich halt nicht intensiv mit beschäftigt. Ich habe irgendwann gedacht, warum muss noch mehr Zeug auf so ein Schiff? Du machst doch dann an Land, wenn es dir nicht ums Schifffahren geht. Genau. Wobei die einige Reedereien, also Disney Cruise Line, Royal Caribbean oder auch Norwegian Cruise Line, haben mittlerweile in den Bahamas private Inseln. Ja, ja, klar. Na, warum auch nicht? und fahren diese eben an und haben auch dort dann nochmal entsprechende Angebote. Ja, also Castaway Key zum Beispiel von Disney Cruise Line. Ist, da will ja jeder mal hin. Genau, das ist ja so das Nonplusultra, was man sich vorstellen kann mit allen möglichen, also Disneyland Light sozusagen einfach mal mitten in die Bahamas gebaut. Ja. Das ist eben der sogenannte North Star, den Royal Caribbean sich mit uns überlegt hat, weil Ziel war es, den Passagieren zu ermöglichen, das Schiff von oben zu sehen. Da gibt es eben diesen Auslegearm mit der Glasgondel, die ist so inspiriert vom London Eye. Und dann kann man sich eben entsprechend hochfahren lassen, ist dann 92 Meter über der Wasseroberfläche oder fährt auch Backbord-Steuerbord dann aus dem Boot. Und Royal Caribbean ist ja eine geschäftstüchtige Reederei. Die hat sich überlegt, als besonderes Gimmick, man kann ein Package dazu buchen und dann in dieser Gondel heiraten an Bord. Überhaupt nicht. Es geht natürlich noch weiter. Hier hinten, das
sieht man jetzt hier leider nicht im Modell, ist ein Multifunktionsbereich. Da ist unter anderem der Autoscooter an Bord eingebaut. Kletterwand, eh klar. Hier hinten gibt es einen Surfsimulator. Mit Tribüne. Richtig, ganz genau. Und hier dazwischen, könnt ihr aus dieser Perspektive besser sehen, ist der Fallschirmsprungsimulator an Bord. Autoscooter an Bord eines Schiffes. Ja. Wie viel Seegang funktioniert das denn überhaupt noch? Oder hat das überhaupt irgendjemand schon mal überlegt? Ich bin sehr sicher, dass wir uns das überlegt haben. Das funktioniert, glaube ich, schon relativ gut. Also das Schiff ist groß, das heißt, es ist sowieso eher beständig gegen Seegang. Ich würde mal sagen, wenn man so 8-9 Meter Wellen hat, dann fängt man so lang. Also da möchte auch keiner mehr Autoscooter fahren. Das sagst du. So, und dann steht da auch noch ein Bär. Ja. Ist der immer da? Der ist immer da. Das ist so ein bisschen ein Markenzeichen auf dieser Schiffsklasse. Es sind insgesamt 5 Schiffe. Und beim ersten Schiff hat sich die Reederei überlegt, wir würden gerne dem Schiff so ein Maskottchen geben. Und das ist in dem Fall hier ein Bär oder eine Bärin, muss man sogar sagen. Dann gibt es auf einem Schiff ein Panda, es gibt eine Giraffe. Ich kriege sie nicht mehr alle zusammen. Aber jedes Schiff hat so ein Tier-Maskottchen sozusagen an dieser Stelle. Ja. Gehört zur Kunstsammlung an Bord. Bären ist auch ein Stichwort. Schiffe haben immer Namen. Ja. Und es sind immer Frauen, oder? Es ist immer die so und so, die so und so, die so und so. Genau. Hat das eine besondere Bewandtnis? Das ist, glaube ich, historisch gewachsen. Ja. Also im Französischen sind Schiffe irgendwie immer männlich, im Deutschen sind, oder in aller Regel auch im Englischen, aber im Deutschen auch, sind sie weiblich. Das ist ja historisch. Ne? Ich hätte gedacht, Seefahrer sind sehr traditionell und weil das schon immer so war. Deswegen habe ich gedacht, das wäre so ein Seefahrer-Aberglauben, dass man gehört garantiert sich in dazu, wie die Mutter, weiß es, ist das Schiff so. Das ist ja, also wir auf der Werft nennen unsere Schiffe immer nach Zahlen. Also es gibt so eine es gibt so eine fortlaufende Nummer. Ne? Das Schiff hier war jetzt 600, ja, gute Frage. Irgendwas in den 600ern und das ist dann so eine fortlaufende Nummer. Im Moment bauen wir ein 717 und, so. Und auf der Werft weiß auch jeder, welches Schiff welche Nummer hat, welchen Taufnamen es später von der Reederei hat, weiß kein Mensch. Also wir wissen es natürlich, weil es veröffentlicht ist und so weiter und die Reedereien das auch als Marketinginstrument nutzen, aber es wird kaum zur Verständigung auf der Werft benutzt. Krass. Noch eine Frage, wenn wir schon bei Schiffnamen und so sind, so es können ja sehr viele Leute auf so ein sehr großes Schiff. Ja. Und man sieht ja immer die Rettungsboote an der Seite. Sind genug Rettungsboote für jeden da? Es sind mehr als genug. Also genau, es gibt ein Regelwerk, SOLAS heißt das, Safety of Life at Sea. Und das schreibt exakt vor, wie viele Rettungsmittel man haben muss. Und hier liegen wir bei 125% der maximal zugelassenen Zahl an Menschen an Bord. Rettungsmittel heißt also nicht, dass jeder einen Platz in einem Bötchen bekommt, sondern einfach nur einen Ring oder eine Weste? Nee. Also es gibt diese Rettungsboote und es gibt hier vorne diese weißen Behälter, das sind sogenannte Marine Evacuation Systems, das sind so riesengroße Zelte. Rettungsinseln, genau, überdacht und so weiter, genau. Okay. Das ist also exakt vorgeschrieben. In aller Regel würde in diesen Marine Evacuation Systems die Crew sein und die Passagiere in den Booten. Weil das sieht halt immer so wenig aus, wenn ich jetzt sehe, wie viele Fenster hier sind. Ne? Und allein wenn hinter jedem Fenster nur ein Mensch wohnen würde, dann würden für mich diese Boote einfach nicht reichen, ohne Ahnung zu haben, wie viele Menschen doch in so ein Boot passen am Ende. Aber wenn man das so von außen sieht, ist das immer so, ich schlafe neben dem Boot, ich bin der Erste. Große Preisfrage, was glaubst du denn, wie viele Menschen im Ernstfall in so ein Boot passen? Ernstfall. Maßstab 1 zu 100, das ist jetzt auch schwierig. Ich würde, boah, 60 bis 80 hätte ich jetzt gedacht, passen in so ein Boot. Fast. 100? 400. Was? Das ist nicht fast, das war voll daneben. muss jetzt nicht nett zu mir sein, das war voll daneben. Nein. Also, wie gesagt, das machst du auch nur im Ernstfall und so weiter. Und es sind halt unterschiedliche, tatsächlich noch 2 oder 3 Decks in diesem Schiff. Ich dachte, das wäre so flat einmal. Nein. Wie so ein Bus. Ein Bus. Im Grunde genommen, ja. Dazu kommt natürlich, also es ist Trinkwasser in den Rettungsbooten und in den Marine Evacuation Systems, es sind Food-Rationen drin,
diverse aber andere. Was braucht man das? Das ist ja nur, wenn du jetzt irgendwie interkontinental fahren würdest. Ja. Ja. Machen die das, die Schiffe? In aller Regel sehr selten. Mhm. Meistens sind das sogenannte Repositioning Cruises. Also wenn ich meine Sommersaison, sagen wir mal, in Nordeuropa gemacht habe und meine Wintersaison in der Karibik, dann muss ich halt einmal rüberfahren. Und das verkaufe ich aber auch? Na klar, auf jeden Fall. Ach, krass. Es gibt Menschen, die favorisieren auch diese Reisen mit vielen Seetagen, weil einfach nichts passiert. Kann ich mir halt auch gut vorstellen und als Alternative zum Fliegen, ich hasse Fliegen. Mhm. Also jetzt nicht, weil ich Angst hätte oder so, weil einfach eng, laut, nervig. Und denke mir so, boah, Tunnel gibt's nicht so zum selber fahren oder Brücke, aber so Schiff wäre schon nice, aber ist jetzt nicht so schnell. Genau, bist halt eine Woche unterwegs. Über nur eine Woche? Ja. Ich hätte gedacht, drei. Also, nee. Also mit Zwischenstopps und so kannst du auch drei rausmachen. Nö, ich will ja da ankommen. Genau. Krass. Also gut, wir können also evakuiert werden. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Gibt es noch sowas für die Frauen und Kinder? Frauen und Kinder zuerst, ist das noch? Ich glaube nicht. Ja, me too, ne? Also es ist ja, wir sind ja alle gleichberechtigt. Hier beantworten wir die Frage, die am häufigsten gestellt wird. Nämlich, wie lange dauert es, ein Kreuzfahrtschiff zu bauen? 3 Jahre. Kann man ungefähr sagen, Pi mal Daumen. Ach, das ist Von der Vertragsunterschrift bis sozusagen zur ersten Kreuzfahrt, Pi mal Daumen 3 Jahre. Das ist gar nicht so lang, oder? Das ist schon recht kurz, ja, genau. 1,5 Jahre Engineering und Planung und 1,5 Jahre Bauzeit, kann man ungefähr so sagen. Wobei die sich ein bisschen überlappen im Detail-Design. Genau, das ist grob außen, ist alles geplant und wo was hin soll und dann... Ich kann ja mit dem Stahlbau anfangen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo meine Kabelbahn langläuft, zum Beispiel. Ne? Genau. 3 Jahre. Und warum das möglich ist, sieht man hier so ein bisschen oder haben wir versucht anzudeuten. Wir bauen sehr modular. Und das hier ist eine, was wir Rohrunit nennen. Also es gibt natürlich unglaublich viele Rohrleitungen, ungefähr 400 Kilometer auf so einem Kreuzfahrtschiff. Und da, wo viel zusammenkommt, zum Beispiel hier im Maschinenraum, bauen wir so Module vor, die wir dann beim Zusammensetzen schnell zusammenfügen können und die Bauzeit verkürzen können. Also dezentral ganz viel bauen und dann alles zusammensetzen in kurzer Zeit. Um kurze Liegezeiten zu haben. Ganz genau. Nennt man es auch Liegezeiten? Liegezeiten, ja. Obwohl es ja noch hier ist. Und ja, aber Liegezeit, Durchlaufzeit, das sind so Begriffe, okay, die wir dann nutzen. Ja, genau. Ich bin der Landrat. Also ja. Das ändern wir heute. Geil. Ist das vom Stapellaufen kommt, das auch aus der alten Zeit, wo noch Holzbalken unter den Schiffen lagen? Genau. Und das, weil es ein Stapel Holzbalken war? Genau das ist es. Ne? Machen wir heute nicht mehr. Wir bauen heute in Baudocks, also riesengroße Badewannen sozusagen. 400 und Quadratmeter lang, also fast 500 Meter tatsächlich lang, das größte Baudock, das wir haben. 45 Meter breit. Genau. Ich habe nachgerechnet, mit dem Gartenschlauch dauert es 41 Jahre, es aufzufüllen. Wir haben Gott sei Dank größere Pumpen. Wie oft musst du fürs Fernsehen die Frage beantworten, wie viel Badewannenwasser da reinpassen? Noch nie. Wie viel passen da rein? Wie viel Fußballschilder? Ja, wie viel Fußballschilder? Genau. Ja. Geil. Das sind so die Fragen. Also wie lange dauert das? Wie viel kostet so ein Schiff? Darüber reden wir nicht. Ist schon mal ein Schiff untergegangen? Nee, ist es nicht. Also nicht noch kein Kreuzfahrtschiff der Meyerwerft, ja. Aber auch sonst passiert das eher selten. Hm. Ich glaube, das letzte Mal ist schon was länger her. Ja, das war dann wohl die Costa Concordia. Sagen, ja, genau. Und das ist dann halt immer sehr medienwirksam, weil es halt nie passiert. Ähnlich wie Flugzeugabsturz. Passiert eigentlich nie, wenn, dann ist natürlich Riesentamtam. Richtig, Achterbahn, hat einen Unfall entgleist, passiert eigentlich nie. Und wenn doch, dann Riesentamtam und alle rennen panisch im Kreis. Genau das, ja. Das ist bei jedem Unfall auf See genauso. Ja, ein Straßenunfall passiert, auf dem Weg hierhin passieren 3, da sagt keiner was. Also, wir sind tatsächlich an einem vorbeigefahren heute wieder. Also. Ich gestern Abend auch. Also, passt einfach. Genau. Was wir hier noch sehen, ist super spannend. Also wir versuchen natürlich auch so ein bisschen zu erklären, ne, wie funktioniert eigentlich das Engineering hinter so einem Kreuzfahrtschiff. Wir haben 1600 Ingenieure bei uns in der Gruppe. Wow. Also die haben alle gut zu tun. Und hier sieht man, was die so machen. Zum Beispiel die Hydrodynamik zu optimieren. Ne? Ist das, dass das schwimmt oder dass es gut, dass es und gut schwimmt? Genau. Dass es entweder schnell schwimmt oder mit möglichst wenig Energieeinsatz. Ne? Das macht man mit solchen Schleppmodellen. Und damit gehen wir dann, wie man es da sieht, in Strömungskanäle, in verschiedenen Forschungsinstituten ist das. Und dann hat man da eine Datengrundlage und kann weiter optimieren und an seinem Rumpf arbeiten.
warum schwimmt so ein riesiger Haufen Stahl? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die aufgestellt wird. Das stimmt, ja. Also ich kann jetzt die 60-Minuten-Vorlesung halten. die kurze Variante ist, das archimedische Prinzip kommt hier zur Anwendung. So ein Schiff ist ja ein Volumenkörper und verdrängt Wasser. Und das Wasser, das es verdrängt, hat eine größere Masse als das, was das Schiff an Masse hat. Sprich, mein auftreibendes Moment ist größer als das, was mich nach unten zieht, nämlich die Schwerkraft, und damit schwimme ich. Genau, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Das Hufeisen hat relativ wenig Volumen, aber ein hohes Gewicht, eine hohe Masse. Und deshalb sinkt es. Hätte das, wenn zum Beispiel mein Helm wiegt vielleicht ungefähr dasselbe wie ein Hufeisen, hat aber eine Form, die viel Wasser verdrängt. Ja. Also habe ich mehr Gewicht verdrängt und mein Helm bleibt oben. Deswegen brauchen Kreuzfahrtschiffe so große Theater, weil die viel Volumen haben, damit die Schiffe so groß sein können, um zu schwimmen. Exakt. Jetzt habe ich es verstanden. Wir sind im Übrigen Deutschlands größter Theaterbauer. Natürlich. Seid ihr eigentlich auch weltweit der größte Schiffsbauer, oder wie sieht das da aus? Oder sind so Containerschiffbauer die krasseren eigentlich? Genau, also wenn wir jetzt uns anschauen, na, wie ist der Output und wie viele Schiffe werden gebaut, dann sind die asiatischen Werften, die halt Containerschiffe, Tanker oder so bauen, sind größer als wir. Wir sind so die Nummer 2 oder 3 der Welt im Kreuzfahrtschiffbau. Es gibt eine Werft in Italien oder ein Werftenverbund in Italien und eine Werft in Frankreich, mit denen wir uns so das, den Markt aufteilen. Mit unserer wir haben eine Schwesterwerft in Finnland und wir sind so die großen Kreuzfahrtwerften. Und wir konzentrieren uns eigentlich dann auf die spannenden, herausfordernden, innovativen Projekte. Also so ein Containerschiff ist halt einfach nur eine Schüssel, ne? Im Grunde ja. Es ist viel Stahlbau, aber es ist wenig Engineering. Und man wird in Deutschland kein Containerschiff mehr zu einem konkurrenzfähigen Preis bauen können. Mhm. Also müssen wir uns auf die komplexen Projekte konzentrieren. Ja. Die filigranen. Die filigranen, genau. Ja. Wofür Deutschland mal gestanden hat. Richtig. Oder teilweise noch. Steht. Wir versuchen immer noch dafür zu stehen und kriegen das auch ganz gut. Das, was der Automarkt halt nicht mehr kann. Ja. Krass. Das Modell Manta Ray haben wir es genannt. Das ist ein Trimaran, also 3 Rümpfe, nicht nur ein. Und da haben wir einfach mal ganz frei gedacht, basierend auf so globalen Megatrends, Urlaubstrends und so weiter, wie könnte in ein paar Jahrzehnten mal ein Kreuzfahrtschiff aussehen? Und es ist sehr groß geworden, weil wir uns zur Aufgabe gemacht haben, wir wollen einfach mal gucken, was kann man denn mit so einem riesengroßen, also fast absurd großen Schiff machen, wenn man denn wollte. Und da sind unterschiedliche Neighborhoods sozusagen entstanden auf dem Schiff. Hier hinten so Canyon, Rocky Mountain mäßig mit Kletterband und so weiter. Hier ist mehr so Stadtpark, hier oben natürlich die Wasserlandschaft. Weil das Schiff so groß ist, gibt es natürlich auch einen People Mover, der die Klar. Leute von A nach B, von Neighborhood zu Neighborhood bringt. Und tatsächlich ist das so konzipiert, dass es eigentlich auch keine Häfen mehr anlaufen würde. Man würde also per Tenderboot beispielsweise an Bord. Deswegen kann das also auch so groß werden. Genau. Genau. Wenn so Schiffe so groß werden, das ist ja auch Bespaßung und so und ist auch so ein Thema, was halt für viele wichtig ist, aber Nachhaltigkeit von Kreuzfahrten, ist das auch dann ein Thema bei der Entwicklung von solchen Konzepten? Absolut. Das ist eigentlich unser Treiber für alle Technologien. Ne? Also wir haben vor, ich würde sagen, 18 Jahren angefangen, uns mit Flüssiggas zu beschäftigen. Haben 2018 das erste Kreuzfahrtschiff weltweit mit Flüssiggasantrieb abgeliefert. Wir haben vor mehr als 10 Jahren angefangen, uns mit dem Thema Brennstoffzelle zu beschäftigen. Jetzt haben wir dieses Jahr das erste Schiff abgeliefert, das demnächst dann den kompletten Hotelbetrieb mit Brennstoffzellen, also ohne Verbrennungsmotoren, betreiben wird. Und da sind natürlich jetzt immer mehr Technologien in der Entwicklung. Wir schauen uns aber auch zum Beispiel den Produktlebenszyklus an. Ne? Also Materialien, wie kann man so ein Schiff später dann auseinandernehmen, recyceln, die verwendeten Materialien dann auch wieder verwenden zu anderen Zwecken, und versuchen auch im Moment mit KI wir haben ein System entwickelt, das dann mit KI und ein paar anderen Dingen einen optimalen Betrieb des Schiffes
sozusagen voraussagt oder Tipps dafür gibt, wie ich das machen kann. Dafür haben wir ein Unternehmen gegründet, Alfred Maritime, also Alfred wie Batman. Alfred Maritime, das ist Paul Meyer, der dahinter steht, einer der Söhne von Bernhard Meyer, unserem Seniorchef. Und da haben wir das Meyer Energy Management System entwickelt. Und das kontrolliert im Grunde genommen alle Verbraucher an Bord und analysiert die. Und dann können wir eben genauestens Tipps geben, wie ich möglichst energieeffizient fahren kann. Das gehört eben auch dazu. Ne? Aber wir arbeiten eben gerade daran, eine Lösung zu finden, die einen emissionsneutralen, also klimaneutralen und perspektivisch natürlich auch emissionsfreien Antrieb hinbekomme. Und nicht mehr mit Schweröl. Schweröl gehört bei uns seit 5 Jahren der Vergangenheit. Ah, okay. Ja. Also ich kenne das von Schiffen so, dass sie in Hafenbereichen fahren mit Diesel und auf hoher See dann mit Schweröl. Genau. Das ist viele Jahre so gewesen. Alle Schiffe, die so fahren, müssen mittlerweile ein Abgasreinigungssystem haben, weil es auch sowas wie Umweltzonen auf See praktisch gibt. Also muss der dann auch so AdBlue-Kanister dann? Also das sind Scrubber und das sind so, ich nenne das immer Waschanlagen für die Abgase. Also das ist tatsächlich ein Wassernebel, der dann im Schornstein über die Abgase gebracht wird und die Schadstoffe relativ gut rausfiltert. Es bleibt noch welche drin, aber es ist deutlich minimiert. Und wie gesagt, seit 5 Jahren liefern wir quasi ausschließlich und ich glaube seit 3 oder 4 Jahren ausschließlich Schiffe mit Flüssiggasantrieb ab. War sowas wie Atomantrieb auch mal gedacht? Also Atom-U-Boote, die fahren und fahren und fahren und fahren? Hat man sich alles mal angesehen. Funktioniert technisch ja auch, ne? Also im Militärbereich gar kein Problem. Im Passagierschiffbereich habe ich eine ganz andere Regularien- und Vorschriftenlage. Also es ist extrem komplex, aber man könnte es machen. Ne? Es ist immer so ein bisschen auch die Psychologie dahinter sozusagen. Ne? Kann ich mit einem atomgetriebenen Schiff sagen, gutes Marketing zum Beispiel machen, aber es würde funktionieren technisch. Okay, aber das ist allein marketingtechnisch schon als erstes dann rausgeflogen und dann, was alles mit dranhängen muss, ja auch mit dem Müll und so weiter, ist ja klar. Genau. Müll, und du hast kurz angesprochen, wie lang ist so eine Lebensdauer von so einem Schiff? Wir rechnen mit ungefähr 40 Jahren, plus minus 40 Jahre. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie es eingesetzt wird, wie die Crew mit dem Schiff umgeht, wie gut es gepflegt wird. Wie beim Auto auch sozusagen. Wenn ich Scheckheft gepflegt bin, hält mein Wagen länger und so ist es beim Schiff auch. Aber wir rechnen mit mindestens 40 Jahren. Das ist lang eigentlich. Ja. Also dafür, dass es auch in 3 Jahren gebaut ist, genau, wirkt es ja eher so wie, ja, komm. 5 Jahren wird in aller Regel das erste Mal renoviert, weil dann ein Schiff ins Trockendock muss für die sogenannte Klasse-Dockung. Also Klasse ist wie der TÜV sozusagen, einmal zur Hauptuntersuchung. Und da ich da sozusagen außer Service bin, wird auch der Hotelbereich dann nochmal modernisiert. Ist das dann sowas, dass unten drunter auch die ganzen Muscheln mal weggemacht werden und nochmal Lack drüber? Ja. Und ja. Also ich behaupte, dass da jetzt Muscheln dranhängen. Ich habe ja gesagt, ich habe keine Ahnung. Es ist nicht so, wie du dir das vorstellst, aber vereinzelt ja ist das. Ah, okay, schade. Mittlerweile geht es eher darum, tatsächlich die Unterwasserlackierung zu erneuern, weil wir da auch Materialien oder Beschichtungen verwenden, die eben die Strom- oder Strömungsfähigkeit des Schiffes nochmal verbessern. Mhm. Es gleitet also leichter durchs Wasser. Wie so ein Teflonbrettchen. Quasi, oder also ganz einfach, sinnbildlich. Ja, derselbe Effekt. Krass, ey. Dass man bei so einem Haufen Stahl so ein Engineering in so Feinheiten wie einfach an Lackierung setzt, ist finde ich faszinierend. Das ist halt das Spannende, gerade wenn es um Energieeffizienz geht. Du kannst nicht mit einer Maßnahme sagen, jetzt haben wir 20% gespart, aber wenn du 100 kleine Maßnahmen hast, dann funktioniert es. Mhm. Das ist auch so interessant, das Thema LED-Beleuchtung. Wenn ich eine 100-Watt-Glühlampe nehme, ne, dann habe ich 90 Watt Abwärme, die ich mit 90 Watt Klimaanlage wieder runterkühlen muss, habe 10 Watt Licht. Ich kann aber auch eine 11 Watt LED nehmen, habe 10 Watt Licht, 1 Watt Abwärme und bin halt 90% weniger im Energieverbrauch. Ja. Hier sind wir jetzt sozusagen im oberen Bereich der Ausstellung und wir haben hier versucht, so ein bisschen einen Schiffsrohbau nachzustellen, weil wir können einfach nicht alle Besucher durch die Produktion schicken, wollen aber natürlich einen Eindruck vermitteln davon, wie sieht es denn an Bord aus während der Bauphase. Das haben wir ein bisschen versucht nachzustellen. Und hier kann man sich das eben auch nochmal ganz schön anschauen, wie funktioniert das eigentlich von der Stahlplatte zum fertigen Schiff. Und ich hatte gerade schon Modulbauweise angesprochen, das machen wir hier auch so. Stahlplatten werden mit Profilen verschweißt, dann haben wir Verstärkung, wir sprechen dann von einem Paneel, dann kommen Wände dazu.
die Vorausrüstung passiert. Und dann haben wir eine fertige, wir nennen es Sektion, also ein Bauteil, das ein Deck, eine Etage hoch ist. Das bauen wir alles auf dem Kopf, weil ihr seht, die ganze Technik verläuft unter der Decke. Und das ist natürlich super unangenehm, das alles da sozusagen zu montieren. Also bauen wir auf dem Kopf. Und wenn wird alles an der Decke verlegt? Das ist einfacher, sage ich mal, okay. Auch später für die Wartung. Ich habe dann Deckenpaneele und wenn ich dann irgendwo an irgendwas, an ein Kabel oder ein Rohr ran muss, muss ich nur die Paneele runternehmen und kann dran arbeiten. Wenn ich an den Fußboden muss, ist es deutlich komplexer. Macht Sinn. Ja. Jetzt klingt es einfach. Jetzt klingt die Frage doch. Das ist genau das. Jetzt klingt die Frage richtig. Aber ich finde es auch geil, das ist gut gemacht und dann ist, ja, als Schiff. Aber es ist auch so ein bisschen wie beim Schwein oder so, ne? Da ist das Filet, da kannst du das raus. Und dann hat wahrscheinlich jedes Modul, was ihr vorgebaut habt, hat dann diese entsprechende Nummer und genau. Dann wird es nur zusammengesteckt. Und ganz genau. Wird verschweißt, dann kommt der Ausbau, also Innenausbau. Krass. Fertig, Inbetriebnahme. Total einfach. Kann ja jeder. Es sind nur zwei Schritte. Man muss es engineeren und man muss es bauen. Ganz einfach. Jetzt kommt eigentlich das Highlight, der Blick in die Bauerhalle. Das ist doch geil. Okay, das ist sick. Hier links liegt die Disney Treasure. Das Schiff werden wir Ende 2024 abliefern. Und die liegt eben in diesem Trockendock-Bereich. Der geht nochmal 11 Meter in die Tiefe, ist 45 Meter breit. Ach, und das ist so ein Zwischenboden jetzt hier nur. Genau, also das hier, was hier direkt vor uns liegt, das ist ebenerdig. Da liegen diese einzelnen Bauteile, die ausgerüstet werden. Und irgendwo hier in der Halle steht ein 800-Tonnen-Kran, so ein Portalkran, der also jeden Punkt in der Halle erreichen kann. Und der setzt dann diese einzelnen Bauteile, wir sprechen von Blöcken, in dem Fall, also die sind 4 bis 6 Decks hoch, setzt die dann zusammen zum fertigen Schiff. Das sieht so unrealistisch gerade aus. Also zur Orientierung, die Wand gegenüber ist 125 Meter von uns weg. Von ganz rechts nach ganz links sind es 504 Meter und vom Fußboden bis unter die Decke 75 Meter. Was? Und wie gesagt, das Baudock, das eigentliche, geht nochmal 11 Meter in die Tiefe. Ist das für dich auch noch beeindruckend? Ja, also jedes, also von hier geht es, aber wenn man unten durch die Halle läuft, ist es immer wieder beeindruckend. Gerade wenn man da nach oben schaut und sieht, boah, Wahnsinn, wie viel Platz in der Halle ist. Ja. Ich glaube, wir sind auch, das muss man in der Wikipedia nochmal nachlesen, die Halle gehört irgendwie zu den Top 10 größten Räumen der Welt oder sowas. Und wir haben das zweitgrößte Garagentor der Welt, um die Schiffe dann draußen in den Werfthafen zu bringen. Wer hat denn das Größte? Das ist doch die NASA. Ja, okay. Das ist okay. Da kann man sich geschlagen geben, das ist schon in Ordnung. Ich würde es dir trotzdem kaputt machen. Mit dem Staplerwerfer. Das ist der Klassiker, da braucht man einen großen Stapler. Wahnsinn. Und früher wurde das alles draußen gemacht, ja, ne? Das ja. ist bis Ende der 80er, ja. Also das ist ja gar nicht so früher. Könnte man das nochmal versuchen, so ein Schiff seitwärts vom Stapel zu lassen? Versuchen ja. Das ist ganz witzig, weil als die Homerik vom Stapel gelaufen ist, war halb Papenburg auf der anderen Uferseite versammelt und halb Papenburg hatte danach klitschnasse Füße, weil zu schnell gerannt werden konnte. Es wird ein bisschen Wasser verdrängt. Ne? Ja, ja. Eine Frage, das habe ich eben bei den anderen Modellen gesehen, dass da so Flügelchen an der Seite sind. Genau. Gibt das uns um? Nein. Das ist eine richtige Sendung mit der Maustrage. Aber es ist eine verdammt gute Frage. Das ist zum Beispiel eine dieser Dinge, die man so für selbstverständlich hält, dass man nicht mehr drüber redet. Diese kleinen Flügelchen sind Stabilisatoren und die kann der Kapitän oder der wachhabende Offizier ausklappen, wenn das Schiff im Rollen ist, also so eine seitliche Kippbewegung macht. Und das wird dadurch minimiert. Also es ist ein reines Komfort-Feature für die Passagiere sozusagen. Wenn ich zum Beispiel einen Westwind habe, mache ich auf der Ostseite das Flügelchen raus. In aller Regel fährt man beide aus. Okay. Und es ist auch erst ab gewissen Geschwindigkeiten sozusagen effektiv, weil es einfach eine seitliche Stabilisierung ist. Ne? Und es gibt auch sogenannte Zero-Speed-Stabilisatoren, die also auch während der Liegezeit im Hafen funktionieren. Das macht man aber eher bei Yachten, weil im Hafen so ein Schiff ist eh kaum in Bewegung. Und genau, das
verringert die seitliche Rollbewegung, wenn ich eben mich durch Wasser bewege. Es wirkt wie so Flugzeugtragflächen im Grunde genommen, ja. Liegezeitlich bewegen, wird der Anker noch klassisch benutzt oder wird nur angeleint? Kaum. Also wenn ich im Hafen wirklich an der Kaimauer liege, brauche ich keinen Anker. Aber wenn ich in einem Hafen bin, wo ich auf Rede liege, also ein paar hundert Meter davor mit dem Tenderboot rüberfahre, dann brauche ich auch den Anker. Der bringt was, weil ja, der sieht also so klein aus im Verhältnis zum Schiff. Die Ankerkette ist eigentlich das Geheimnis. Also das Gewicht der Ankerkette hält eigentlich das Schiff in Position. Ja, genau. Zusätzlich gibt es natürlich mittlerweile so Auto-Positioning-Systeme, also das Schiff merkt sich mit GPS und Co. seine Position und hält sich selbstständig da und so weiter. Geht auch. Wie viel kmh sind ein Knoten? 1,852, wenn ich richtig liege. Also 1,8 kmh etwa, ja. Cool. Also ein Knoten ist eine Seemeile. Natürlich. Hier haben wir jetzt im Bereich, in dem wir vier unserer großen Kunden stellvertretend ein bisschen darstellen, auch immer mit einer Showkabine. Die Kabinen, die wir zeigen, sind die Standard-Balkonkabinen. Also 75% der Kabinen an Bord sehen so aus. Aber man hat auch überwiegend Balkonkabinen? Ja, ja. Also allgemein, gibt es überhaupt Innenkabinen? Gibt es. Es gibt Innenkabinen, es gibt auch Außenkabinen ohne Balkon. Die haben ein großes Bullauge. Aber der Standard ist sozusagen die Balkonkabine. Ja, dein großes Suiten. Wer will halt in so einer Kapsel dann hocken? Ne? Also es ist ganz, ganz spannend. Zum Beispiel hat sich der Norwegian eine Kabinenkategorie ausgedacht. Das ist eine Innenkabine für Alleinreisende und dann aber mit Blick sozusagen auf den Flur, wenn man möchte. So. Ach, ja. Das ist cool. Ja, das sind so Features. Wir haben bei Royal Caribbean uns den virtuellen Balkon überlegt, also einen großen Screen von der Decke bis zum Fußboden, auf dem dann das gezeigt wird, was man sonst aus dem Fenster sehen würde. Und bei Disney Cruise Line, bei der Disney Dream und Disney Fantasy haben wir das Virtual Porthole, also ein virtuelles Bullauge. Das hat dann noch das Gimmick, dass natürlich auch die Disney-Charaktere mal vorbeikommen und winken. Ja. Ich finde das sehr cozy mit dieser gepolsterten Wand. Ja. Das macht es halt gemütlicher, total, dass du auf den Gang guckst, dass du halt irgendwie ein Fenster hast, wo du anders hin kannst. Genau, es gibt ein anderes Raumgefühl. Ja. Also wir hatten das nur einmal eine Übernachtung auf dem Schiff bei einer Fähre. Mhm. Und das war natürlich eine Innenkabine und das war Fähre. Ne? Das war ja. Also ich war nicht bei der Bundeswehr, dann schon. Gutes CI da. Ja, die Farbkombo ist supi. Hier sind wir jetzt bei Royal Caribbean. Das ist die Reederei mit dem Auslegearm und der Glasgondel. Deswegen steht hier auch eine Autoscooter-Chase. Genau, das ist auch an Bord zu finden, genau. Seaplex, genau. Seaplex heißt der Bereich, der ist tagsüber Autoscooter. Sie haben eine Zirkusschule, die man da machen kann. Natürlich. Dann gibt es eine Gondel für den DJ, für die Disco-Arms, die von der Decke fährt. Dann kann der DJ sich über die Tanzfläche bewegen. Ja. Also man merkt, dass es wirklich nur DJ werden. Es ist eine Reederei, die viel Wert auf Entertainment legt. Ja. Cool. Genau. Aber vom Aufbau ist die Kabine ja auch sehr ähnlich. Genau. Der grundsätzliche Aufbau ist immer eigentlich gleich. Ich habe meine Nasszelle, also mein Badezimmer. Dann habe ich den Schlafbereich und noch so einen kleinen Wohnbereich mit Sofa und Schreibtischchen. Was wahrscheinlich Sinn macht, nicht nur weil ihr modular baut, sondern über die Jahre wahrscheinlich das effizienteste Prinzip, wie baue ich ein Zimmer auf, damit ganz ich genau viele Zimmer auf dem Schiff kriege. Genau das. Okay. Ja. Also die Kabinen bauen wir tatsächlich auch auf einem Fließband. Also wir haben eine Kabinenproduktion und die bauen diese Module fertig auf dem Fließband. Alle 16 Minuten ist eine Kabine fertig. Nein. Also es dauert nicht 16 Minuten, nein, aber der Takt ist 16 Minuten. Ich sage das nur immer dazu, weil das wird ganz oft missverstanden. Und, genau. Und dann ist es, alle Möbel sind drin, das Badezimmer ist drin, die Klimaanlage ist drin. Im Grunde genommen muss ich nur noch ich bringe das Modul an Bord. Mit allem drum und dran. Die Klobürste ist im Klo. Ja. Das Bett zeigt noch nicht. Also der Teppich fehlt, der ist aber schon in diesem Paket mit drin. Der wird dann verlegt. Und dann kommt irgendwann die Reederei und setzt ihre Matratzen und so weiter rein. Ja. Krass, dann sind so drei Stecker, einmal Strom, einmal Wasser, einmal Klima. Und genau. Absurd. Das ist absurd und schlau.
Hier stehen wir im Bereich von Disney Cruise Line. So ein kleiner Unterhaltungskonzern aus irgendwo in den USA, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Frage erlaubt ist, aber ihr dürft darüber sprechen, dass ihr diese Schiffe baut. Weil, also es ist auf dem Kanal auch allgemein bekannt, dass Disney alles selber baut. Aber ihr baut das schon selbst. Wir bauen die Schiffe in enger Zusammenarbeit mit Disney Cruise Line und Walt Disney Imagineering, ja. Doch. Aber wir dürfen drüber reden, dass wir die bauen. Wir dürfen es auch hier im Besucherzentrum zeigen. Und wir sind auch echt stolz drauf, dass wir die Disney-Schiffe bauen dürfen, weil die gehören wirklich zu den komplexesten Kreuzfahrtschiffen. Einfach aufgrund dieser ganzen Entertainment-Einrichtungen. Die Disney Wish zum Beispiel. So ein Beispiel dafür, wie besonders diese Schiffe sind, hat ein Atrium mit 90.000 Glasfaser-Lichtpunkten in der Decke. Du musst doch eine einzelne da reingesteckt haben. Genau das. Arme Mensch. Ja. Aber das ist so ein Punkt, an dem man erkennt, hier sind wir auf einem anderen Level unterwegs und auch an einem Detail-Level vor allen Dingen. Das klingt so, als ob das auf jeden Fall so der spannendste Kunde wäre. Ist es aber auch der anstrengendste eventuell, was Qualität, Kontrollen angeht? Oder tun die sich da alle nicht viel? Die Qualitätsansprüche, also bei uns, aber auch bei den Rädern, sind eigentlich immer gleich. Ja. Okay. Ja. Doch. Man stellt sich so Disney immer ein bisschen vor als die Schwiegermutter. Also die immer so... Ja, also die haben natürlich hohe Ansprüche, aber es macht auch extrem viel Spaß, damit zu arbeiten, weil es herausfordernd ist. Und es wird uns auch zugetraut, dann diese Herausforderung zu meistern. Und das ist eigentlich das Schöne. Sehr, sehr partnerschaftlich mit Disney. Cool. Also das ist, ich habe es ja eben gerade schon mal gesagt, so würde mich schon mal reizen, das mal auszuprobieren, wenn wäre es halt Disney. Ja. Disney Cruise Line. So, wenn ich sowas mache, dann da. Das steht auch ganz oben auf meiner Bucketlist. Hast du noch keine? Habe ich noch nicht gemacht, ne. Jetzt 5 oder 6 Schiffe haben die, glaube ich, aktuell. 5 haben sie jetzt, ja. Genau. 3 davon von uns. 2 kommen noch hier aus Papenburg, 1 aus Wismar. Also wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline für Disney. Ja, und das haben wir immer in den Disney-Park-Updates. Admiral Donald gehört, glaube ich, zu Disney Dream. Und die anderen kriege ich gar nicht mehr zusammen. Und es gibt noch einen Stern-Character, also eine Figur hinten am Heck des Schiffes. Die Milch hat doch Rapunzel. Ja. Haben wir unten im Modell gesehen. Genau. Das ist sehr geil. Das ist wirklich cool, ja. Ja. Also das machen die schon sehr, sehr gut. Also die Ideen und das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Budget, was du so als Disney in die Hand nimmst dafür. Dass genau. Eine Sache finde ich nochmal interessant zu erzählen, weil es auch eine Disney-Besonderheit ist. Ihr seht 2 Schornsteine. Ja, irgendwas war mit Schornsteinen und Disney-Schiffen. Das weiß ich, aber ich komme gerade nicht drauf, was es war, außer dass die auch eine Melodie spielen können. Genau, das ist auch wirklich, ist übrigens mein Handy-Klingelton. Nein. Disney Fantasy spielt den Imperial March. 2 Schornsteine, reines Design-Feature. Der hintere tut das, was man erwarten würde, nämlich der kümmert sich um die Maschinen. Der vordere ist wirklich nur da für die Silhouette und man hat natürlich einen tollen Raum. Hier auf der Disney Dream und auf der Disney Fantasy war es, glaube ich, der Kids Club oder die Nursery, die da untergebracht worden ist. Und auf Disney Wish haben wir gesucht, ja, was kann man denn da jetzt machen? Und natürlich gucken wir immer so, was macht Disney sonst so? Und es gibt ja in den Disney-Schlössern oben immer eine Tower-Suite, die ich nicht kaufen kann. Aber wenn Disney mich fragt, ob ich darin wohnen möchte, dann kann ich darin übernachten. Also haben wir auf der Disney Wish die Wish Tower Suite hier vorne in den Pfanne reingebaut. Ja, ne? Ich glaube 140 Quadratmeter große Suite. Ja. Das ist dann wie bei einer Yacht die Owner Suite. Kann man so sagen, ganz genau. Ja. Die kann man aber buchen? Oder? Die kann man buchen, ja. Das wäre witzig, wenn man die auch nicht buchen würde, aber das ist, glaube ich, dann zu komplex zu sagen. Du kommst auf mein Schiff in diese Kabine. Ich glaube, bei der Jungfernfahrt der Treasure... ist irgendwann nächsten Herbst, war es für 2 Personen eine Woche in der Suite $90,000. Ja. Muss man wollen. Muss man wollen. Ja. Genau. Aber ganz ehrlich, wenn ich es könnte, würde ich es auch machen. Ich würde es auch machen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt gehen wir dahin, wo die Besucher eigentlich nicht hinkommen, nämlich in die Showkabine der Disney Wish. Es war übrigens die erste Kabine weltweit der Disney Wish, die man öffentlich sehen konnte. Ach, krass. Ja. Es ist klimatisiert hier drin.
Nein, es ist kalt. Draußen. Ist das so ein Kabinenrolling? Ein Modul? Genau. Wie es baut? Das ist ein Modul, wie wir es bauen. Und 1:1 eine Kabine, wie man sie an Bord auch finden würde auf dem echten Schiff. Das ist ja geil. Wir haben einfach ein Exemplar mehr über die Fertigungslinie gebracht. Die 16 Minuten. Genau, haben wir ja richtig verstanden. Das ist aber also vorneweg, ne? 2 Lichtschalter auf beiden Seiten direkt am Bett mit einem Nachttischchen. Jeder hat eine Steckdose mit normaler Dose und 2x USB. Das sind die Kleinigkeiten, die viele Hotels nicht drauf haben. Dann ist das Bad sehr schön. Und uns hat 2 Bäder. Beziehungsweise. Ein WC und ein. Einer macht leer, andere macht sauber. Und dann ist da quasi alternativ der Balkon, beziehungsweise bis zu dieser Berüstung, die hier vor ist, ist der Balkon dann? Genau, also man würde auch ganz normal an Bord, würde man hier dann auf den Balkon gehen und da draußen hat man den Balkon. Der ist aber etwas größer, als er hier angedeutet ist. Wir können nicht aushalten. Ja, ich habe auch gerade gedacht, also das ist schon... Die sind schon wirklich auch geräumig, die Kabinen. Ich verstehe jetzt, warum Leute das machen. Ich kann das immer mehr nachvollziehen. Aber das ist doch alles original hier drin, mit Handtüchern und Paper. Hier, das da. Hier hast du so auch so eine Mickey drauf dann. Was? Krass. Oh, Handtuch geklaut im Hotel. Wenn wir bei Details sind, die Beschriftung der Schalter ist in der Schriftart, die Disney oft verwendet. Das ist jetzt, Kleinschriftart ja, ist das. Ja, ich bin nicht auf den Namen gerade gekommen. Das ist nicht Volta Graf, sondern... Also es ist auf jeden Fall die richtige Typo. Bei uns gibt es regelmäßig ein Musikfestival, in aller Regel alle 2 Jahre, direkt an der Werft mit Kreuzfahrtschiff als Kulisse. Auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder. 25.000 Menschen passen auf dieses Gelände, was eigentlich der Parkplatz ist, oder einer der Parkplätze für die Mitarbeiter. Und bei der AIDA Nova war es sogar noch etwas Spezielles, das war 2018. Da hat AIDA das Festival kombiniert mit der Taufe des Schiffes und hat in dem Zuge, und das ist wirklich außergewöhnlich gewesen, David Guetta nach Papenburg geholt für ein Konzert. Das einzige, ich glaube tatsächlich das einzige Europakonzert in dem Jahr von David Guetta hat in Papenburg stattgefunden. Place to be. Ja, und da haben wir eben hier die Taufe gefeiert. Dafür haben wir dann auch den Live Entertainment Award gewonnen, zusammen mit dem Konzertveranstalter und dem Booker und so weiter. Und dann sind wir größenwahnsinnig geworden und haben gesagt, super, wir bewerben uns bei der IAPA für den Brass Ring Award. Für, was war das, größte Einzelveranstaltung unter 100.000 Besucher oder sowas. Waren dann auch nominiert und so weiter, waren im Finale, durften nach Orlando zur Messe, zur Preisverleihung und haben dann den 2. Platz gemacht, weil der Weihnachtsmarkt in Ferrari World Abu Dhabi gewonnen hat. Ich sag da nichts zu. Ich auch nicht. Ich weiß, wer der Erste eigentlich ist. So eine Schiffstaufe, um das Thema zu wechseln. Schmeißt da noch jemand so eine Pulle Sekt gegen? Ja. So mit Kordel oben dran? Und dann genau. Also mittlerweile ist es eher so, dass an Bug des Schiffes eine Vorrichtung angebaut wird und irgendwo auf der Bühne wird dann ein Knopf gedrückt und der löst dann diesen Mechanismus aus. Aber ja, es wird immer noch eine Flasche. Weil das auch schief gegangen ist. Das bringt doch Unglück, wenn die nicht kaputt geht, ne? So ist der Seemanns Aberglaube, ja. Aberglaube, das ist so. aber ich finde das schön, dass das noch gemacht wird. Ja, doch. Und eigentlich muss es auch immer eine Frau sein als Taufpatin. Das lockert sich aber auch ein bisschen auf gerade. Originalgröße. Ich habe es erwartet. Ja, natürlich. Fast 6 Meter im Durchmesser. Für sowas, was jetzt hier auch draußen ganz steht? Ganz genau, ja. Und davon braucht man 2. Ich fahre zu großes Auto, ist klar. Das ist ein sogenannter Pottantrieb. Also wir sind zwar immer noch bei einer Schiffsschraube, aber früher hatte man immer ein Ruder und halt eine Welle, mit der man die Schraube angetrieben hat. Bei diesen Pottantrieben sind es Gondeln praktisch, die unter dem Schiff hängen, hinten am Heck. Die sind um 360 Grad drehbar und in dieser Gondel ist ein Elektromotor und die Energie die elektrische Energie wird eben von den Dieselgeneratoren oder LNG-Generatoren im Schiffsinneren
erzeugt. Das hat zum einen den Vorteil, ich bin viel wendiger, ich kann mich besser bewegen, ich habe weniger Vibrationen im Schiff und ich verbrauche so 7-8% weniger Treibstoff als mit einer klassischen Anlage. Kann man das beziffern, was so ein Schiff auf 100 Kilometer Diesel, Schweröl-Diesel braucht? Auf 100 Kilometer ist schwierig. Nee, weil es ja 10 Meilen oder so. Genau, also wir rechnen es eher pro Stunde tatsächlich. Okay. Wenn man ein Schiff hat, voller Betrieb, alle Menschen an Bord, ich fahre relativ schnell, sagen wir mal 17, 18 Knoten, dann ist man so bei 5 Tonnen Diesel in der Stunde, Pi mal Daumen. Viele Faktoren spielen da mit rein, aber das ist so etwa die Größenordnung. Und damit bewege ich mich fort. Ich erzeuge die Energie für 2500 Kabinen, Klimaanlage, für die Großküche, für das Theater, für meine Wäscherei, für meine Wasseraufbereitung, für alles, was ich brauche, wenn ich eine schwimmende Stadt habe. Beeindruckend. Wie groß ist denn der Tank? Ja. Ungefähr, oder sagen wir mal, etwas über 2000 Tonnen. Okay. Ja, also ich kann je nach Fahrprofil mehrere Wochen durchhalten. Sind die Tanks der Bereich, der auf dieser Zeichnung vorne mit den Modulen, die ganz flachen, dünnen waren? Genau. Okay. Ja. Da habe ich mir überlegt, das Maschinenraum wäre zu flach eigentlich. Ja, genau. Also das ist alles natürlich in den unteren Decks untergebracht, auch wegen der Gewichtsverteilung. Aber wenn wir von Diesel sprechen, haben wir eben genau über dem Doppelboden, also wir haben immer doppelwandig, ja, das ist auch vorgeschrieben. Wenn wir über LNG sprechen, sind das so zylindrische Tanks. Und das liegt einfach an der, man muss hohen Druck haben und Kälte und so weiter. Klein ist relativ, auch hier sind wir von links nach rechts 100 Meter breit, vom Fußboden bis unter die Decke 60 Meter hoch und in der Länge bei 370 Metern. Dann baue ich hier gerade die Silver Ray. Das ist ein recht kleines Kreuzfahrtschiff für die Reederei Silver Sea Cruises. Und die gehört wirklich zum Ultra-Luxus-Segment. Das Schiff hat nur Suiten mit Balkon, viel Platz pro Passagier, es sind 700 Gäste ungefähr nur an Bord. Und hier, das ist auch so ein Technologieträger, also das Schwesterschiff, das wir dieses Jahr abgeliefert haben, die Silver Nova, ist ready für Brennstoffzellen, kann den gesamten Hotelbetrieb mit Brennstoffzellen abdecken. Das Schiff wird auch direkt Brennstoffzellen erhalten, jetzt hier die Silver Ray. Und damit haben wir das Schiff 40% emissionsärmer gemacht als das Vorgängerschiff. Ja. Gewalt machen. Das ist das Bugmedaillon der Disney Wish mit Captain Minnie. Und eine Replik davon haben wir hier. Also es ist auch Originalgröße, wie es auf dem Schiff vorne am Bug hängt. Und eine Replik, eine Kopie haben wir hier im Superzentrum. Es ist angeschweißt. Okay, das wird es wahrscheinlich. Genau, ja. Dieses Becken jetzt, das ist ja ein Becken. Ja. Das wird ja dann geflutet. Genau. So drei Viertel voll, so wie das aussieht. In etwa, ja. Und das reicht, damit so ein Pott hier rauskommt. Ja. Der schwimmt auf. Und in die andere Richtung sozusagen der Halle ist dann der Weg frei in den Werfthafen. Ja. So wenig aus für das alles. Aber es funktioniert. Wir haben es schon öfter gemacht. Da oben dieser große grüne Kran, das MAN. Ist der 600-Tonnen-Kran, ganz genau. Alle Krane bei uns haben Vogelnamen. Kein Mensch weiß wieso. Ist das der Albatros? Das ist der Kondor. Ah, Mann. Und der 800-Tonnen-Kran in der anderen Halle ist der Kaiseradler. Okay. Krass. Aber es gibt auch so den Mango-Kauz, also so kleinere Sittiche gibt es auch. Das sind ganz normale Bauteile bei uns. Das dürfte der Poolbereich sein. Flosse, dieses kleine Ruder? Takt sind die Schlepper. Also das ist der Bereich, in dem Schlepper gegen das Schiff drücken dürfen.
Ah, da gibt es dann spezielle Punkte. Genau. Ich dachte, die fahren einfach random dagegen, wo es gerade passt. Also, tatsächlich, das sind immer Punkte, in denen das auch mit der Schiffsstruktur sozusagen zusammenhängt. Ja. Und Schaden entstehen. Du hast ja auch beim Auto Punkte, wo der Wagenheber drunter genau, darf und genau. nicht. Sind das dann jetzt hier rechts diese Bereiche, wo ihr dann Sachen vormontiert? Genau, das ist, wir nennen es Zulage. Ja. Das ist also der Bereich, in dem diese Bauteile zusammengesetzt werden, aus den deckshohen Bauteilen und weiter ausgerüstet. Sprich, da wo Bullaugen reinkommen, kommen schon Bullaugen rein. Balkontüren, Balkone werden eingebaut, wo das gebraucht wird. Rohrleitungen noch, weiter Kabelleitungen etc. Das wird alles. Treppenhäuser und so weiter werden da schon. Poolanlage. Poolanlagen. Je mehr ich vormontieren kann, desto schneller kann ich das Schiff am Ende zusammensetzen. Also hebst es ja nur noch eben schnell hier rüber und verbindest es. Letztlich ja. Mit so kleinen Haken hier. Alter, wenn man das jetzt hier mal hier unten sieht, das ist doch absurd ist das. Ja. Weil da oben hängt es und du denkst so, ja, das ist ja krass. Jetzt stehst du daneben und nee. Jetzt weißt du, wie witzig du als Mensch bist. Dass das ein ganz kleiner Schäkel ist. Ja gut, du brauchst halt auch was uns. Man muss das halt, man muss es entsprechend heben können, ja. Weil das, man denkt so, boah, das heben wäre krass, aber das ist ja nur zum Heben von was krass. Genau. Sind das auch noch Elemente, die dann auf zum Schiff kommen oder ist das schon fürs nächste? Das ist schon fürs nächste Schiff. Sind das die Verbindungen aus einzelnen Elementen hier, wo diese die zusammengeklebt sind? Ja, also die sind geschweißt. Deine Reaktion freut mich sehr. Der hängt draußen und die Ankerkette geht halt rein und der hängt rein, fällt einfach runter. Warum sind da nochmal Rotoren? Weil wir sind jetzt vorne am Schiff. Genau. Wir haben hier sogenannte Querstrahlruder oder eben auch Bugstrahlruder in diesem Fall. Und im Zusammenspiel mit den achteren, also hinteren Antriebseinheiten kann ich so ein Schiff dann wie auf dem Pizzateller um die eigene Achse drehen. Okay. Das ist nochmal eine verbesserte Manövrierfähigkeit. Oder auch quer an- und ablegen im Hafen kann ich damit. Hier kann man jetzt auch diese schöne stromlinienförmige Bug, das Bugdesign entsprechend sehen. Und bei dem Schiff haben wir das wirklich extrem auf Effizienz getrimmt. Wir machen das, jedes Schiff hat eine individuelle optimierte Rumpform, aber hier haben wir es wirklich nochmal mit enormem Aufwand getrieben. Ist in so einem Körper vorne auch noch was drin oder ist der einfach nur leer für den Auftrieb? Nee, das ist tatsächlich dadurch, dass es ein stark belasteter Punkt sozusagen Schiff ist, da so ein Stahlgerippe noch drin. Also wie so, wie man so, wenn man Karton aufschneidet, sieht man ja auch das Gerippe und so ähnlich sieht es da drin auch aus. Okay. Damit ich auch mal irgendwie vor gegen pitchen kann, ohne dass das erklärt absäuft. Man sollte es vermeiden, ja, aber es kann sollte ja der Fall eintreten, genau dann. Sollte das Schiff nicht voll Wasser. Wie kann so ein Schiff aushalten, bis es absäuft? Also das Schiff ist horizontal und vertikal in wasserdichte Abteilungen unterteilt. Ja. Und mittlerweile können die meisten Schiffe 3, teilweise sogar 4 Compartments, also Abteilungen, komplett volllaufen lassen und du merkst es nicht. Du merkst es nicht. Also. Ich habe vor 3, 4 Eisbergen gefahren, bis ich ein Problem habe. Dazu kommt noch, das ist ein, neben Solas gibt es ein anderes starkes Regelwerk, das ist Safe Return to Port. Und darin sind hunderte verschiedene Szenarien festgeschrieben, die mir passieren können, wo mir ein System ausfällt und ich brauche mindestens eine Redundanz. Also man hat zum Beispiel 2 Kommandobrücken. Ja. Nicht gleich, eine normale und eine Backup-Brücke, die ist kleiner und so weiter, aber ich habe alle
alle Fähigkeiten, die ich auch sonst habe. Ich habe zwei Maschinenräume, die autark voneinander funktionieren können. Also wenn einer vorläuft, kann ich mit dem anderen immer noch gut fahren. Zwei Propeller, zwei Stromversorgung etc. Und noch hunderte andere Dinge. Ja. Wo würde das sein? Ungefähr da, wo ihr die weißen Striche vorne seht. Ja, ja. Das ist hier nicht viel, was im Wasser ist, nee. Oder? Aber das wird sie den ja auch gar nicht hier rausziehen, oder? Das kommt hinzu, ja. Okay, das ist doch mal beeindruckender. Diesen Blick, wir werden den... Das ist schon unglaublich beeindruckend. Ich finde das ja, wenn das irgendwo in einem Hafen ist, denkst du schon so, wow, aber jetzt hier... Und ich habe schon viele Firmen gesehen, ja, und auch viel die Stahlarbeit machen, aber hier ist schon so... Kann man schon sehen lassen. Kann man mal machen. Weißt du, du guckst einfach mal so rum, so drei Steiger, zwei Scherenbühnen, da fahren zwei Stapler gleichzeitig. Mega, überall schweißt einer. Oder du kombinierst sie. Leute passen da jetzt rein. 400. 400. 388. Das geht doch. Also ich hätte es jetzt immer noch falsch geschätzt. Damit ihr ein Bild habt, das ist ein normaler Bagger. Ja, genau. Wir waren jetzt gerade noch in der Halle und ich habe da ganz viele LKW-Räder gesehen. Und hier draußen stehen drei sehr seltsame Dinge, die alle genau. Die drei gleich aussehen, aber komisch aussehen. Ja, die gibt es auch meistens nur auf Werften. Wir nennen sie Scheuerle, weil Scheuerle sie herstellt. Das sind so selbstfahrende Modultransporter. Jeder von denen, 7 Meter breit, 19 Meter lang, kann 500 Tonnen bewegen. Und die nutzen wir eben, um die ganzen Bauteile von A nach B auf dem Werftgelände zu transportieren. Das sieht echt sick aus. Ja. Du kannst sie ja doch kombinieren. Also unser stärkster Kran trägt eben 800 Tonnen, also zwei Transporter für 1000 Tonnen würden wir dann kombinieren und haben dann einen großen Transport über die Werft. Was man so braucht. Was man so braucht. Es ist echt krass. Wir haben einen kleinen Standortwechsel und ja. Wir sind nicht in einem Space Shuttle. Auch wenn es so aussieht. Ja, ich bin gerade... Wir sind auf der 16. Etage von was? Deck 16. Immer Aufzug gefahren. Immer Deck. Wir sind an Bord der Carnival Jubilee, unserem neuesten Schätzchen hier aus Papenburg, dass wir Ende Oktober über die Ems überführen und Anfang Dezember an die Reederei abliefern werden. Und von hier aus wird es dann später gefahren. Wahnsinn, also wir sind jetzt auf der Brücke. Auf der Brücke, ganz genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Ich bin gerade wirklich baff, was hier alles, also was für Arbeitsplätze hier vorhanden sind, in mehrfacher Ausführung wahrscheinlich, ne? Hatten wir ja schon mal das Thema. Genau. Das sieht so krass modern auch aus. Und was ich eben ja schon mal gesagt hatte, ich frage mich, was man überhaupt noch sieht, wenn man hier oben ist, weil so ein Schiff ist so riesig. Du siehst echt gut. Du siehst alles. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Dass ich eben den Blick immer nach vorne habe. Aber ich sehe, wo mein Schiff aufhört von hier und ich kann da runter gucken. Und ich habe halt, wenn man das so von außen sieht, denkt man so, der kann ja gar nichts sehen. Doch. Das ist Wahnsinn. Wir kommen ohne Parkpilot aus. Krass. Also hier, das ist die sogenannte Center-Konsole. Hier wird letztlich das Schiff am Ende gesteuert. Ne? Alle Systeme, Überwachungssysteme, Steuerungssysteme laufen hier zusammen. Es gibt natürlich noch den Maschinenkontrollraum unten im Keller sozusagen, wo auch die Maschinen sind. Aber hier ist die Gesamtsteuerung des Schiffes. In aller Regel fahren zwei Wachoffiziere, die sitzen hier vorne auf den beiden Stühlen. Das ist wie im Flieger auch. Ich habe sozusagen den
Offizier, der das Schiff wirklich steuert, und ich habe denjenigen, der es monitort und kontrolliert. Ja. Also immer auch so ein redundantes System. Dahinter, die zwei Stühle, sind für Situationen, in denen ein Senior-Offizier, also Kapitän oder Staff-Kapitän, also Staff-Kapitän ist der Stellvertreter sozusagen, wenn der dazu kommt, oder ein Lotse, die sitzen dann auf den hinteren. Lotsen hat man ja zum Beispiel in Häfen, wo man sich nicht, also genau, in allgemeinen Häfen, genau, die Gegebenheiten besser kennen. Ganz genau, es sind ortskundige Seefahrer, die dann in diesen engen oder schwierigen Fahrtgebieten die Crews unterstützen, weil die natürlich überall hinfahren, ständig woanders sind, aber die Lotsen kennen sich dann in ihren Häfen aus. Also der einzige Hafen, den ich kenne, wo man keinen Lotsen braucht, ist Kopenhagen. Okay. Keine Ahnung warum, aber sonst brauchst du immer einen. Oder auch in bestimmten Kanälen. Genau, so. Also Suezkanal, Panama-Kanal, also da brauchst du auch immer. Da gab es auch jetzt erst so einen interessanten Fall. Nicht mit einem Kreuzfahrtschiff. Ja, diese blöden Containerschiffe. Ja, ja. Genau, und im Grunde genommen ist diese Center-Konsole nochmal gespiegelt, jeweils an Backbord und Steuerbord, zum Beispiel für An- und Ablegemanöver. Ja. Ne? Da kann ich dann also einmal, das geht über die Bordwand hinweg, können wir uns gleich mal anschauen, und dann kann ich am ganzen Schiff entlang schauen und sehe dann sozusagen, wenn ich an- und ablege, und kann auch von dort das ganze Schiff aussteuern. Und der Hebel, das ist ja eigentlich das Interessante, der Hebel, mit dem ich am Ende... Das ist süß. Das war mal ein riesiges Ruderrad, ne? Man hat auch noch eine Maus hier. Genau, kann damit also seine ganzen Panels hier bedienen. Alter! Ja. Hier oben hast du nochmal die wichtigsten Daten, Winddaten, Strömung. Klar, hier haben wir jetzt keine Strömung, also Current ist hier die Strömung, Wind. Auch die Windrichtungen sind da nochmal angezeigt. Hätten wir jetzt die Bugstrahlruder in Betrieb, würde man es oben links sehen, also BT, Bow Thrust Up, 1 bis 4. und so weiter, das kannst du eben. Und unten links und rechts hast du deine beiden Antriebskonnen in die Pods und hast die auch komplett. Ah, wie ich die auch gerade stehen habe. Genau. Wahnsinn. Mit wie viel Leistung sie fahren, mit wie vielen Umdrehungen und so weiter. Ist das nötig, dass das so riesig ist hier? Nicht unbedingt, aber es ist nötig, dass es über die gesamte Schiffsbreite geht und dadurch ergibt sich dann einfach dieser Raum. Was macht man so? Ist das übrigens immer so ein bisschen so... Ach, von der so Binnenschifffahrt und Hochsee sind auch unterschiedliche Scheine. Ja. Der eine darf nicht das andere, ne? Genau, das sind nochmal ganz unterschiedliche Sachen und auch komplett andere Gegebenheiten. Also auf dem Fluss fahre ich km/h, Hochsee fahre ich Knoten. Okay. Sowas. Ja? Und da, also es ist eine ganz andere Welt sozusagen. Heißt das aber, dass jemand anderes das Schiff hier rausfahren muss, als der, der später, wenn er jetzt nicht beides haben sollte? Ja. Jein. Also bei uns ist das nochmal ein Spezialfall, weil, genau, weil wir eine Überführung haben und das Schiff gehört uns dann ja noch. Wir haben eine eigene Überführungscrew. Das sind alles Ems-Lotsen, die aber sozusagen das Team stellen, das Brückenteam, das nautische Team für die Überführung. Ja. Ja, und die kennen sich ja sowohl auf Hochsee als auch auf dem Fluss hier aus und daher passt das ganz gut. Okay. Ja. Jetzt ist hier noch ein Arbeitsplatz. Genau. Die Fritteuse ist fertig bei McDonald's. Das ist im Grunde genommen derselbe Funktionsumfang wie in der Center-Konsole auch, aber hier eben konzentriert, oder sag ich mal, in etwas kleinerer Form, weil ich hier eben die An- und Ablegemanöver in aller Regel fahre. Also wenn man jetzt hier, also das ist für mich immer eine Überwindung, dieses Glas zu stellen. Ja, aber von hier kann ich unten dann auch sehen, ob ich mit meinem Schiff schon angelegt habe oder nicht. Und ich kann am ganzen Schiff entlang gucken. Krass, ey. Ja, und dann in aller Regel... Ich mach das nicht. Ich habe scheiß Höhenangst. Das ist ja auch mit Sprühanlage da drunter. Ja, ja. Hier sind ja Scheibenbücher. Also genau. Das ist ja richtig geil. Da kannst du ja... voll bosshaft. Ja. Und dann stehst du hier und kannst von hier aus alles bedienen, ne? Das ist ja krass, wie wenig du eigentlich brauchst, ja, wie aufgeblasen, in Anführungsstrichen, dass da vorne ist. Aber andererseits, du sitzt den ganzen Tag da. Dann genau, da hast du eben auch viel mehr Monitoring-Aufgaben. Ja, und Wetter und sowas, genau, bestimmt. Hier konzentrierst du dich ja wirklich auf Manöver. Und in der Mitte hast du dann den Gesamtüberblick über das Schiff nochmal, ne? Und das ist dann auch nochmal doppelte Ausführung, falls eins ausfällt, oder...
Genau, also wir haben hier jetzt praktisch dieses Terminal, wir haben in der Mitte das Terminal und wir haben Backboard auch nochmal das gleiche Terminal. Ja. Also man kann auch von der Mitte aus anlegen, da siehst du halt weniger. Aber du kannst hier auch einen hinstellen mit einem Funk, der dir sagt, noch einen Meter, noch ein Stück. Genau. Krass, ey. Das ist ja wirklich eine coole Position. Ja, also es ist eigentlich immer mit der schönste Lieblingsplatz. Ja. Aber auch noch Kameras dann? Genau. Also aber die sind wahrscheinlich für die Fahrt eher. Genau, also du hast, ich glaube, 800 Videokameras, also CCTV-Kameras ja. Auf dem ganzen Schiff. Boah. Was ist bei so einer Kreuzfahrt, die geht ja was länger, wenn da so ein Gast mal richtig, richtig frei dreht? Du hast ja keine Polizei. Was macht man mit so einem? Also es gibt ja, oder gibt es ein Gefängnis? Es gibt Möglichkeiten, jemanden sozusagen zu isolieren und irgendwo festzuhalten, die gibt's. Und der Kapitän hat auch die Befugnis, das anzuordnen. Es gibt ein Security-Team logischerweise und der Kapitän kann das entsprechend dann auch anordnen. So, der wird jetzt isoliert, weil er eine Gefahr für die Schiffssicherheit darstellt. Und der Kapitän kann auch sagen, so morgen sind wir im nächsten Hafen, dann kannst du mit deinen Koffern von Bord gehen. Mhm. Das geht. Aber über die Planke ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Das gibt's noch als Entertainment-Einheit. Also im Kletterpark bei einigen Reedereien hat man so eine Plank, da bist du 60 Meter über Wasser und kannst da so auf so einem 10 cm breiten Brett drüber laufen. Gibst du ein Taufen noch, wenn man jetzt als Crew anheuert? Ja, es gibt so Polartaufe und Äquatortaufe und so, und da musst du allerlei komische Sachen über dich ergehen lassen. Also alles eklig und will eigentlich keiner. Ja, genau. Aber wird immer noch gemacht. Kriegst auch ein Zertifikat, kannst du dir irgendwie aufs Gästeklo hängen oder so. Ja, wir sind in Deutschland, ich möchte ein Zertifikat haben. Ja, Polartaufe. Cool, ey. Ja. Das ist auf jeden Fall auch noch ein richtig nicer Einblick, also die ganze Brücke finde ich voll beeindruckend. Das ist ein Buzzer. Also du siehst das von außen und du denkst dir von außen immer, muss das bosshaft sein, da oben zu sein. Und ja. Also falls mal jemand einen Kapitän braucht, ja. Fachkreis. Mach ich. Schon cool. Duft ist hier auf jeden Fall am Start. Ja. Das ist, glaube ich, weiter weg, als man meint, ne? Und ja. Dann dementsprechend ja auch größer. Das sind tatsächlich ungefähr 400 Meter. Ach, krass. Ja. Das sieht aus, als ob es hier vorne direkt wäre, ja. So, ne? In die Richtung, die Ems runter, Richtung Nordsee, ja. Cool. Zufälligerweise. Ja, tja. Was ist das denn? steht hier noch ein Ride. Wir haben das Thema Entertainment auf Schiffen ja schon angesprochen eben. Was hat denn dieses Schiff alles erstmal außer das, wo wir gerade vorstehen? Logischerweise ein großes Theater, im Grunde genommen wie ein Broadway-Theater ausgestattet. Es gibt ein großes Atrium, LED-Walls für eigene Shows. Es gibt, jetzt muss ich überlegen, eine eigene Brauerei an Bord, auch was Spezielles. Haben wir schon mal auf anderen Schiffen gemacht, aber ist doch auch nichts Spezielles. Es gibt ungefähr 20 Möglichkeiten, was zu essen. Diverse Bars, die alle, das sind, also jedes Restaurant oder fast jedes Restaurant, fast jede Bar ist komplett durchthematisiert. Ja. Ja, also es ist manchmal es ist einfach nur eine Karibik-Bar, manchmal ist es nur eine Sportsbar, aber es ist halt mit unterschiedlichen Aufwandlungen komplett durchthematisiert. Ja. Und ein Kletterpark gibt, es gibt einen Wasserpark mit diversen Rutschen. Und ja, das Highlight steht halt hier vor uns. Mauva Spike Coaster, wenn mich nicht alles falsch. Das ist richtig. Ja. Also vorher vielleicht noch das ganze Entertainment, was es gibt. Wie viele Leute, also wie viele Passagiere sind auf so einem Schiff, wenn es voll ist? Also das Schiff ist ausgelegt bei, wir sagen mal, Doppelbelegung, also zwei Menschen pro Kabine für 5200 Gäste. Ja. Ja. Ungefähr 1600 Besatzungsmitglieder kommt noch dazu. Was? Ja. Hat ja fast jeder eine Einzelbetreuung, also jede Kabine eine Einzelbetreuung, aber du hast, ganz, die, aber du hast ja die Maschinen-Crew genau. Und alles, ne? Genau. Das addiert also sich ja dann. Viele siehst du ja, ne? Wer in der Galley, also in der Küche ist, wer
in der Food-Vorbereitung ist. Die ganzen Deckard Engine-Jungs siehst und Mädels sieht man nicht so viel. Also ja. Die Wartungscrew, die Techniker und so weiter. Die sieht man als Gast gar nicht so viel, aber sie sind da. Ja, dann ist hier eine Achterbahn. Warum steht hier eine Achterbahn? Weil der Kunde sich eine gewünscht hat. Das ist was. Ja. Ganz spannend. Also das hier ist das dritte Schiff dieser Serie. Die ersten beiden davon haben wir in unserer finnischen Werft gebaut. Und da sind dann zum ersten Mal auch Coaster an Bord gekommen. Das war auf der Mardi Gras und auf der Carnival Celebration, beide für Carnival Cruise Line auch. Das dritte Schiff bauen wir jetzt hier in Papenburg und zum ersten Mal dann auch eben mit Coaster an Bord. Und es ist eigentlich so spannend, weil 20, 30 Jahre lang gesagt habe, ja, wir können alles außer einer Achterbahn draufbauen. Und dann hat Maurer sich das mit dem Spike-System überlegt. Und da wird es dann plötzlich realistisch, sozusagen, das ist jetzt hier rein. Funktioniert das denn? Vor allem, wenn die Schiffe unterwegs sind, weil dann kann ich ja nicht eben bei Maurer anrufen, da soll mal einer rumkommen und das fixen, weil das ist nicht nur, dass es irgendwo in der Welt ist, sondern es ist irgendwo auf dem Meer unterwegs. Ich habe noch keine Beschwerden gehört, das, was schon mal gut ist. Man muss dazu sagen, das ist jetzt so ein Spezialfall. Normalerweise liefern wir ein Schiff schlüsselfertig ab, mit allem drum und dran. Aber es gibt so bestimmte Dinge, wir nennen das Owner Supply. Also es bringt der Eigner die Reederei mit. Und der Coaster gehört dazu. Das heißt, Maurer, Carnival und wir als Werft kümmern uns zwar zu dritt darum, dass es hier an Bord gebracht wird. Und wir kümmern uns auch darum, dass Statik berechnet ist, dass die Fundamente an den richtigen Plätzen sind und so weiter. Aber Aufbau und Betrieb machen Maurer und Carnival. Das heißt, wir sind da gar nicht so tief drin. Ich habe aber von vielen Passagieren und auch von Freunden, die mitgefahren sind, hab gutes Feedback gehört und es scheint viel Abteil zu haben. Ich kann es verstehen. Ich hätte da auch Bock drauf. Ja. Wir fahren nicht, bevor ihr denkt, da passiert was, weil das war jetzt erst von der Woche zwei Maschinenschluss. Ja, zwei Wochen ungefähr Maschinenschluss. Es sind noch die letzten Arbeiten zu machen und ich denke, dass die Testfahrten erst dann starten und das Schiff hochfahrt. Es hängen ja überall am Coaster noch Kabel runter. Der ist noch gar nicht verkabelt. Das ist halt auch bei dem Spike Coaster sehr komplex. Also Schienenschluss ist ja nur der Stahlbau. Da ist bei jedem Coaster, der Stahlbau ist das, was am schnellsten vonstatten geht. Das, was alle beobachten, Schiene ist fertig. Nein, jetzt kommt die Arbeit. Also super krass, das jetzt mal auf dem Schiff zu sehen. Ich habe es mal auf dem Brachenfeld gesehen. Ja. Und auch jetzt mit diesen speziellen Stützfundamenten, die Maurer sich da für Schiffe ausgedacht hat. Das Schiff bewegt sich ja trotzdem. Genau, es ist auch der Bewegung drin. Du musst diese Bewegung ja abfahren. Das ist crazy. Ja. Du stehst halt auf dem Schiff. Ja. Und ist doch eine Achterbahn. So. Und die ist auch eingetütet, also da fährt heute gar nichts. Stromschienen sind auch gar nicht durchgehend. Nee, genau. Aber krass, also das ist wirklich verrückt, das mal live auf dem Schiff in echt zu sehen. Also. Das ist schon. Also ich freue mich auch drauf, dass ich sie hoffentlich irgendwann mal fahren kann. Dennis, Potluck bitte auf die Brücke. Blackout-Schild bedeutet, wir simulieren den Stromausfall, Blackout-Ausfall der Person. Wo ist da die Automat? Das Autronika, also das Evakuierungsleitsystem, das muss trotzdem noch funktionieren. Ja. Na? Solche Dinge werden da getestet. Ja, und direkt, also umgeben oder innerhalb der Schiene. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch absurder aussieht als vorher. Und auch mit dem Flügel vom Schiff selbst dahinter. Das ist der Schornstein. Ja, also. Ja, genau, aber also Carnival nennt ihre Schiffe die Fun Ships. Und ich glaube, das wird hier relativ deutlich, dass das auch wirklich so ist. Das glaube ich auch. Ja. Sie haben sogar einen Chief Fun Officer, Shaquille O'Neal. Wow. Nein. Doch. Das ist so, ey, ich will, dass der für uns arbeitet. Wir müssen irgendeinen Posten dafür erfinden. Chief Fun Officer. Du hast ja gesagt, man merkt gar nicht so krass die Bewegungen bei der Fahrt und so. Das macht auch erst so einen Rutschenpark, glaube ich, möglich. Genau das. Weil sonst, wenn ich unten ankomme und dann kommt da gerade mal so ein, dann bin ich ja weiß ich nicht wo. Genau das, ne? Also das geht wirklich nur auf so großen Schiffen, einmal wegen der Schiffsbewegung. Aber du brauchst auch den Platz. Geht auf einem kleinen Schiff. Mhm. Also geht schon, dann hast du aber nichts anderes mehr auf dem Pooldeck. Ja. Spannend, aber da das ja jetzt nicht zum ersten Mal ist, dass man sowas baut, hat es ja, glaube ich, Sinn und funktioniert. Absolut, und
sonst würdest du ja wieder nur liegen machen. Und dafür gibt es, glaube ich, andere Schiffe, die das anbieten. Genau, es kommt immer darauf an, was der Reeder auch für seine Zielgruppe haben möchte. Ne? Bei Carnival funktioniert sowas hier perfekt. Auf einem Luxuskreuzfahrtschiff würde es überhaupt gar keinen Sinn machen, weil die Klientel gar nicht Wasserrutsche oder Achterbahn benutzen möchte. Mhm. Ne? Da brauche ich große Decksflächen mit vier Liegen. Da brauche ich vielleicht ein besseres oder größeres Buffet am Pool, solche Geschichten. Theater, was genau. Ich will nicht anspruchsvolleres Spiel sagen, aber was eine geringere Schlagzahl hat, spielt. Genau. Ne? Also wir haben zum Beispiel mal auf Schiffen Konzertsäle. Konzertsäle haben wir eingebaut. So, wo man zum Beispiel sehr, also noch mehr als sowieso schon, auf die Akustik achtet. Ja. Ne? Hier haben wir jetzt ein Theater, was mit sehr viel Technik ausgestattet ist. Und so unterscheidet sich das immer von Schiff zu Schiff, von Räder zu Räder, was man dann einbaut. Aber alles, was technisch geht, machen wir möglich. Also egal, was ich an Ideen habe für mein Schiff, ich komme damit zu euch, ihr guckt, können wir das machen, und ich gucke, kann ich das bezahlen? Genau. Und der Rest ist, gibt es eigentlich Regularien, die vorschreiben, was man, irgendwo ist mal Schluss auch, weiß ich, weil du bist ja irgendwann auf einer See wärst, gibt es ja kein Hoheitsgebiet, keine Gesetze oder... Doch schon. Also es gibt die IMO, also die International Maritime Organization. Das ist eine Behörde der UN. Und die schreibt im Grunde genommen die groben Sicherheitsregeln vor. Und dann gibt es eben die Klassifikationsgesellschaften. Das sind ja sozusagen der TÜV oder so Prüforganisation. Und deren Siegel brauchst du auch, damit du ein Schiff kommerziell betreiben kannst. Und die haben nochmal viel umfangreicheres Regelwerk. Und dieses Regelwerk musst du updaten. Okay. Ja. Aber es ist jetzt nicht danach abhängig, unter welcher Flagge ich fahre. Auch. Also der Flaggenstaat hat auch Anforderungen, die sind aber weniger technischer Natur. Da geht es viel so um organisatorische Dinge. Und die Crew und so. Genau. Wie die bezahlt wird oder auch nicht. Ja, wobei auch das ist mittlerweile international oder global geregelt. Da gibt es die sogenannte Maritime Labor Convention. Das ist so eine Art Tarifvertrag zwischen den Räder, also zwischen den Anbietern, das ist eine Vereinbarung, zwischen den Arbeitgebern und deren Vertretern und den Crewmitgliedern und deren Vertretern. Okay. Ja, also da ist zum Beispiel beschrieben, wie groß eine Crewkabine sein muss. Das wiederum wirkt sich auch darauf aus, wie ich ein Schiff bauen muss und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob die Frage total doof ist, aber was ist mit Piratenangriffen? Gibt es sowas? Und wenn ja, also du wirst nicht spezifisch sagen können, was das Schiff dagegen hat, aber gibt es was dagegen? Also ja, es gibt was dagegen. Die Räder sind darauf vorbereitet. Das einzige Piratengebiet, was mir im Moment bekannt ist, ist eigentlich so das Horn von Afrika, Somalia. Also wenn ich aus dem Suezkanal rausfahre und Richtung Dubai zum Beispiel unterwegs bin, da ist ein gefährdetes Gebiet, was Piratenangriffe angeht. Kreuzfahrtschiffe sind aber ein unglaublich unattraktives Ziel, weil ich bin hoch, ich komme nicht leicht an Bord. Und es sind unglaublich viele Menschen an Bord. Ja. Also kann ich ja, wenn ich mit 3 Mann hier oder mit 12 Mann an Bord komme als Piratengruppe, habe ich gar nicht die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und dennoch gibt es Verteidigungsmechanismen dann in solchen Gebieten. Okay, cool. Ja. Also nicht cool, aber spannend, das mal zu wissen, weil das ist ganz hinten so, es gibt doch noch Piraten, aber sind Piraten nicht blöd, wenn die immer nur in einem Gebiet sind, man weiß, wo die sind? Wäre das nicht schlau? Eigentlich ja. Ich habe mich nie so mit dem Thema beschäftigt, aber es klingt erstmal bekloppt, ja. Ja, aber es ist auch sinnvoll, natürlich Frachtschiffe sich zu holen. Ja. Nicht nur jetzt wegen der Manpower, sondern wegen dem Wert, den du dir da gönnen kannst, statt dir jeder Omi eine Portemonnaie zu klauen. Genau. Ne? Das Top-Theater an Bord, ungefähr 1000 Plätze. Und ausgestattet wie jedes große Musical-Theater an Land auch. Wahnsinn, ne? Also akustisch finde ich das super krass hier. Ja. Das merkt man direkt, dass das hier halt ganz anders ist. Aber es ist nicht dumpf, sondern es ist eine gute trocken. Theaterakustik einfach, genau, ja. Und das halt auf dem Schiff. Aber es ist ja auch der größte Theaterbauer hier, ne? So, LED-Rückwände für die Bühne. Könnten auch Mikrofone sein. Es gibt nämlich es gibt so aktive Soundsysteme irgendwie, die den
Raumschall gegenrechnen gegen das, was sie eigentlich ausspielen wollen, und dann ist die Akustik noch mal besser. Ich, also das ist für mich Voodoo, keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es gibt so aktive Systeme. Was wird denn in so einem Theater auf so einem Schiff gespielt, gezeigt? Sind das bekannte Theaterstücke oder sind das Eigenproduktionen? Beides. Also es kommt wirklich auf die Reederei an. Viel Musikshows werden generell oder im Allgemeinen auf Kreuzfahrtschiffen gemacht. Es gibt komplette Lizenzproduktionen von We Will Rock You, Mamma Mia und Co. Es gibt eigene Produktionen, die Reedereien selbst machen. Es ist eine bunte Mischung, sag ich mal, was so gezeigt wird. Aber es gibt Reedereien, die zeigen dir eine komplette Broadway-Show in voller Länge an Bord. Und du zahlst eben keinen Euro Aufpreis dafür. Das ist krass. Ja. Das ist schon krass. Dementsprechend zahlst du natürlich wahrscheinlich so. Aber, ne, ey, dann. Ja. Ich hab's dir gesagt, mach's doch so. Nimm's mir vorher weg, und dass ich das merke. Und dann ist das, bin ich glücklich. Ja, also du kannst alles machen, ne, was das Herz begehrt. Die coolste Show ist meistens die Crew-Show, wenn die Besatzungsmitglieder mit ihren Talenten irgendwie auftreten. Ja. Das macht immer richtig viel Spaß. Oh Gott. Ist das qualitativ gut oder ist es Klamauk? Oder ist es schon, meistens ist es schon sehr gut, aber du hast natürlich auch so 3-4 Quatschsachen oft dabei. Ne? Ja. Aber trotzdem cool, dass sie das machen. Ja, doch. Also das ist immer cool. Ist in dem Theater auch, gibt es eine Rettungsübung, bevor so eine Kreuzfahrt losgeht? Genau, das ist auch von diesen Vorschriften vorgeschrieben. Vor dem Ablegen muss eine Seenotrettungsübung mit allen Passagieren an Bord durchgeführt werden, damit die wissen, wo die Rettungsmittel sind oder zumindest, wo sie hinkommen müssen, wenn das Evakuierungssignal ertönt. Macht man das dann in so einem Theater 5-mal, dann hast du alle durch oder? Nee, jedem Passagier wird eine sogenannte Musterstation zugewiesen, also ein Versammlungspunkt. Und davon gibt es in aller Regel 5, 6, 7 Stück, je nach Schiffsgröße. Und du kommst dann auch dahin, wo du im Ernstfall hingehen würdest, steht auf deiner Bordkarte. Meistens ist das Theater aber einer von diesen Orten. Ah, okay. Ja. Genau, also du machst es einmal sozusagen gleichzeitig, wobei durch die Pandemie bedingt auch so ein rollierendes System ist. Das heißt, du kommst einfach, bevor wir ablegen, zu deinem Versammlungspunkt, da wird dir einmal alles erklärt. Du wirst mit deiner Karte eingescannt, dass du da warst, und dann bist du frei sozusagen. Wenn du Pandemie ansprichst, ich will das fast nicht immer wieder aufmachen, aber es gab doch auch Kreuzfahrtschiffe, wo die Leute nicht runter durften. Die haben sich beschwert, das verstehe ich jetzt nicht mehr. Ich verstehe es auch nicht. Ich dachte mir, das ist doch voll geil. Ja. Also langweilig wird es jedenfalls nicht. Ja. Ja. Dann lass uns noch mal zur Brauerei, würde ich sagen. Ja, natürlich. Ja? Also, wo soll ich sonst hin? Wenn wir euch schon hier haben. Ich habe auch immer eine Brauerei auf meinem Schiff. Ja. Sehr effizient. Ja. Das sind kurze Wege, das ist direkt vom Erzeuger. Genau, das ist regional. Immer. Das wäre es eigentlich auch schon von meiner Seite, was ich euch zeigen. Für diesen krassen Einblick. Gerne. Und diese wahnsinnige Experience, einfach nur sich das anzugucken. Also Besucherzentrum, checkt ihr auf jeden Fall aus. Das ist auch schon krass, ohne dass ihr hier drauf rumlauft. Das habt ihr jetzt gesehen. Wahnsinn, vielen, vielen Dank und viel Erfolg noch. Dankeschön. Und ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir hier auf dem Kanal was von euch gehört haben. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir. Dankeschön.